Es ist möglich, zum ersten Mal auch in den Prognosen möglich. 15 haben wir eine andere Situation gehabt. Wir haben bei 10% gestartet, 11%. Es war eine schwierige Situation. Wir haben gerechnet damit, vielleicht einen Zwarer vorn zu haben mit etwa 20%. Und ja, es waren dann doch mehr. Wir haben damals eine Situation gehabt, der Landeshauptmann Wobe ist damals 29, der ÖVP mit Schützenhöfer 28, wir 27. Stimmt, ja. Also das Wählerpotenzial ist auf alle Fälle vorhanden. Aber es war ein Überraschungserfolg. Und jetzt haben wir eine andere Situation. Die 19er Wahl kammere ich nicht aus, aber die war nicht besonders erfolgreich nach den ganzen Viren auf Bundesebene. Aber wir haben jetzt seit eigentlich Jahren bereits eine Situation, wo eigentlich alle drei größeren Parteien auf Augenhöhe sind und wer dann letztlich die Nase vorne hat, das werden wir dann sehen. Mhm. Es ist auch zu früh, jetzt überhaupt hier ein Urteil abzugeben, aber es wird ein haarscharfes Rennen werden. Und in der persönlichen Auseinandersetzung und im persönlichen Vergleich bin ich auch gewachsen, bin jetzt einige Jahre schon mit dabei, war Minister, bin lange in der Landespolitik jetzt wieder und ja, ich freue mich auf dieses Match, das durchaus offen ist.